Heute finden unsere Schülersprecherwahlen statt und gleich werden sich die Kandidatinnen und Kandidaten für alle Schüler vorstellen. Es waren heute schon alle da und wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis. Viel Spaß dabei. Es geht los mit Ergemen Köse. Einen großen Applaus bitte. Jeden Tag kommen wir zu dieser Schule und trotzdem haben wir jeden Tag große Probleme, große Sorgen. Es ist ganz klar, es gibt viel zu viele Unstimmigkeiten, viel zu viele Konflikte und unsere Schülervertretung ist nicht stark genug, diese derzeit zu bewältigen. Ich sage Nein dazu. Ich sage, wir wollen das ändern. Fangen wir erstmal grundlegend an. Vor allem, das betrifft jetzt die Q2, aber natürlich auch uns die EF. Stufenfarben. Wir dürfen nicht fliegen. Warum dürfen wir nicht fliegen? Weil es unterschiedlich ist. Okay? Legitimer Grund. Aber ich sage, wir können das auch anders machen. Ich habe nachgerechnet. Um den CO2-Ausstoß an einzigen Personen hinauszugleichen, kostet es nur wenige Euro, zwischen 3 und 7 Euro. Das kann man ja wohl machen. Und dafür dann in wenigen Stunden an einem weit entfernten Ziel zu sein und dort dann eine Woche mit seiner Stufe zu verbringen, ist doch viel schöner, als den ganzen Tag mit dem Bus zu fahren. Aber auch das ist eine Sache, die ich in Oberstufe anspreche. Ich habe eine andere Sache ebenfalls. Letztes Jahr sind sehr viele Sachen schiefgegangen. Und ich möchte nicht sehr groß in Detail gehen, was da passiert ist. Ich denke, wir werden es alle wissen. Aber ich finde, wir als Schülerschaft können zusammenhalten. Ich denke, wir als Schülerschaft können eine Gemeinschaft sein, die auch respektvoll ist und die auch zeigt, dass wir genau so eben sind, dass wir keinen Unfug anstellen, dass wir als Schülerschaft den Lehrern auch zeigen, wir können das, wir machen das. Und deswegen bin ich auch dafür, dass wir das auch genauso machen. Wir werden nicht aufhören zu kämpfen. Nur durch den Kampf haben wir jemals als Schülerschaft irgendetwas geschafft. Was soll immer sein? Wir haben nicht aufgehört. Sei es das Jogginghosenverbot, sei es irgendetwas anderes. Wir haben nie aufgegeben. Und diesen Kampf werde ich fortführen. Ich werde kämpfen, entweder siegen oder nicht siegen. Aber das spielt keine Rolle. Ich werde kämpfen. Ich sage, es muss sich etwas ändern. Ich sage, ich will etwas ändern. Und ich sage, ich werde es ändern. Wir kämpfen als Schülerschaft gemeinsam für eine Schule, die uns Schüler gehört. Ja. Ja, um ehrlich zu sein, ich habe halt echt keine festgelegten Ziele, weil ich es einfach nur albern, wenn jedes Mal immer wieder halt Leute hier auf der Bühne stehen und sagen, ja, ich werde das machen, dies machen, und am Ende machen gar nichts. Finde ich halt nicht so gut, weil am Ende sind wir ja nicht diejenigen, die alles entscheiden, leider, sondern halt Eltern und auch natürlich Lehrer und Lehrerinnen. Was ich aber halt euch versprechen kann, sage ich mal so, ich kann euch mit gar nichts überzeugen, wirklich gar nichts, weil ihr macht sowieso euer Abi und kann ich jetzt halt wirklich nichts tun. Fahrten sind ja schon geplant, soweit ich das weiß, und keine Ahnung, Stundenpläne kann ich auch nicht ändern. Ich bin ja nicht hier oder so. Und deswegen würde, also ich höre gerne zu. Wenn irgendeiner Ideen hat, was halt, welche halt umsetzbar sind und so weiter, kann ich natürlich mit Herren und auch mit anderen Lehrern halt besprechen. Bin sowieso in der Schule, deswegen habe ich auch halt irgendwie das Recht mitzuentscheiden und auch die anderen Schüler, die mit dabei sind. Ja, also SV ist zwar gut, in den letzten Jahren haben wir eigentlich durch Spenden und so weiter viel erreicht, aber man könnte das halt viel, viel besser machen und mehr optimieren, damit wir halt was Besseres erreichen können. Aber so festgelegte Ziele, so ich werde das machen, dies machen, habe ich nicht. Ich habe einfach ich komme fast mit einem Lehrer klar und habe auch immer, also ich rede immer, wenn mir etwas nicht passt, weil ich auch ganz viele Sachen in dieser Schule halt nicht so gut finde. In verschiedenen Bereichen.
Und weil ich keine Angst so vor Diskussionen mit Lehrern habe und auch gute Argumente meistens habe, bin ich Schülersprecher geworden. Ja, ich versuche dann einfach ein bisschen zu öffnen.